Zuletzt bei Subnautica. Durch das Portal auf der Insel mit der außerirdischen Kanone gelangten wir wieder zurück auf die ursprüngliche Insel, wo wir unsere ersten Einrichtungsgegenstände für unsere Basis gefunden haben. Etwas ungünstig, dementsprechend mussten wir erstmal wieder unsere Seemotte von der Kanone zurückholen und haben dann eigentlich den restlichen Part damit verbracht, unsere Basis ein bisschen aufzurüsten. Denn langsam, aber sicher kommt die Mission, vor der ich mich schon sehr lange drücke. Wir schwimmen zur Aurora. Guys, ich habe gar keine Lust auf die Folge. Wir fahren heute zur Aurora, zur abgestürzten Aurora. Und da sind böse Monster, ich weiß es noch von damals. Ich glaube, damals hatte ich da meinen ersten Schockmoment. Es ist so... Also ich habe mir einen Kaffee gemacht, um mich zu beruhigen, Freunde. So ein schönes heißes Getränk. Willkommen zurück zu Subnautica, Guys. Wir müssen in unsere Angst rein. Es hilft nichts. Es hilft nichts. Zuvor bauen wir uns aber noch ein Kreislauf-Tauchgerät, denn damit kann ich auch mit meiner normalen Tauchflasche unter Wasser, also unter 100 Meter, aktiver und besser atmen. Dann haben wir nicht mehr das Problem, dass wenn ich unter 100 Meter bin, dass ich dann einfach super viel Sauerstoff verbrauche. Dazu brauchen wir einen Kabelsatz und Fasergewebe. Ich weiß gar nicht, ob ich noch Fasergewebe habe. Das sieht leider nicht gut aus. Aber das ist eine Sache, die wir auf jeden Fall geregelt bekommen. Ja, und dann müssen wir einfach los. Wir haben alle Utensilien, ne? Wir haben einen Laserschneider, mit dem kommen wir überall rein. Und. Also es ist alles da, ne? Es ist alles da, was ich brauche, um sozusagen, bei der Aurora was Sinnvolles hinzubekommen. Ich habe einfach nur Angst. Es ist einfach nur meine Angst, mit der ich kämpfe, Freunde. Aber man muss seine Ängste überwinden, ne? Ich habe auch dieses Jahr angefangen, Splatter- und Horrorfilme zu gucken, vor denen ich davor viel Angst hatte. Ich hatte ganz lange Angst vor den Saw-Filmen. Die habe ich jetzt geschaut und ich muss sagen, ich habe sie sehr genossen tatsächlich. Es war sehr, sehr, sehr cool. Haben mir gut gefallen. Im ersten Film hatte ich noch echt Schiss und war so, fuck, will ich das wirklich gucken? Ja, und dann habe ich tatsächlich alle 7 Saw-Filme, es gibt ja 9, aber die ersten 7 habe ich alle innerhalb einer Woche geguckt. Ne? Also ich habe mir dann einfach jeden Tag abends einen Film reingezogen, weil das geht actually auch ganz gut. Das klingt jetzt zwar super heftig, aber... Die Saw-Filme gehen, glaube ich, alle nur 1,5 Stunden. Das ist jetzt echt okay. Also ich meine, eine lange Game of Thrones-Folge ging auch 1,5 Stunden. Also das sind eher kürzere Filme. Klar, habe ich mir die Woche auch, sage ich mal, am Abend immer Zeit genommen, aber das war schon okay. Und ich war wirklich sehr positiv überrascht. Also ich hatte Saw in meinem Kopf immer nur als so ein richtiges Horrorgemetzel abgestempelt. So, mein Gott, da werden einfach nur Menschen auf kränkste Art und Weise umgebracht. Ja, kommt auch vor, aber ist wahrscheinlich nur 20-30% der Story oder 30% des Films. Also ein Hauptteil der Filme dreht sich tatsächlich um eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und das wusste ich nicht und das habe ich sehr genossen, als ich das dann so rausgefunden habe, weil ich dann quasi diese Filme geguckt habe. Also kann ich wirklich nur euch empfehlen, euch das auch mal anzugucken. Lohnt sich. Warte mal, was geht jetzt ab? Hä? Bro! Das war bestimmt eine Stimme, die mir sagen wollte, geh nicht zur Aurora. Die wussten, dass ich das tun will. Das war so Chat Controls Subnautica. Das war so ein, geh da nicht hin, Bro, geh da nicht hin. Sowas war das. Ich weiß es doch. Ich weiß es doch. Und das werfe ich in den Müll, weil das wird jetzt sowieso gleich schlecht. Aber da machen wir jetzt einfach noch einen Silikongummi draus. Na, damit wir einfach von allem noch ein bisschen was da haben. Okay, alles gut. Freunde, wir ziehen durch. Wir ziehen durch. Das ist mir alles scheißegal. So, Kreislauf-Tauchgerät. Spart Sauerstoff beim Tieftauchen. Absorbiert CO2 und erzeugt daraus Atemluft. Das ist genau das, was wir brauchen. Zack. Muss ich das jetzt noch anziehen? Habe ich das schon an? Na, ich muss es noch anziehen. Okay. Oh. Aber ich muss mich entscheiden, ob ich Strahlenschutz oder ob ich das Kreislauf-Tauchgerät will. Das kann ich nicht. Ah, okay. Alles klar. Aber dann bleibe ich beim Strahlenschutzgerät, weil bei der Aurora sind ja hier Strahlen ausgetreten. Und mit denen möchte ich ja keinen Kontakt haben. So, dann lagere ich auch einfach mal meine
violetten Tafeln hier ein. Oder wisst ihr was? Nein, ich nehme eine violette Tafel und einen Ionenwürfel mit. So, wer weiß, wenn wir da irgendeine Form von außerirdischer Technologie treffen, kann es, glaube ich, nicht schaden, das Zeug dabei zu haben. Ja, und jetzt... Ich glaube, das bringt jetzt alles nichts mehr. Wir müssen los. Es ist... Ich habe Angst. Ich habe echte Angst. Aber wir müssen unsere Ängste besiegen, Freunde. Wir müssen unsere Ängste besiegen. Und wir müssen, also wenn wir das Spiel durchspielen wollen, müssen wir zur Aurora. Das hilft leider nichts. Da vorne ist sie. Ich glaube, der Eingang, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, ist quasi an der linken vorderen Spitze. Man sieht das quasi kaum. Da jetzt hier. Also quasi da vorne, da wo jetzt mein Pointer ist. Ich glaube, da ist der Eingang. Und direkt da daneben, ne, ungefähr hier, ein bisschen tiefer, schwimmt, glaube ich, ein Leviathan. Okay. Ich weiß, viele von euch können das vielleicht nicht nachvollziehen. Aber das ist für mich nicht einfach. Das ist für mich wirklich, wirklich nicht einfach. Aber es muss getan werden. Wir haben den Strahlenschutzanzug. Das heißt, uns kann zumindest von der nuklearen Strahlung her nichts passieren. Oh Gott. Von der nuklearen Strahlung her nichts passieren. Ich habe mich natürlich auch wie so ein Volltrottel dazu entschieden, mit Kopfhörern zu spielen, ne? Ich glaube, mit Lautsprechern wäre es auch noch mal ein bisschen entspannter, aber die Atmosphäre ist ja quasi in meinem Kopf drin. Die Soundatmosphäre, ne? So. Liegt hier irgendwas, was ich brauchen kann? Hier liegt viel Schrott. Kann ich hier von irgendwas scannen? Nein, aber ich meine, hier ist eine schöne Beleuchtung und es ist immerhin Tag. Ne? Es ist nicht tiefschwarze Nacht. Das kann man auch nochmal... Oh Gott, das ist so ein Sandhai, alles gut. Das kann man auch nochmal positiv hervorheben, dass ich hier nicht bei tiefschwarze Nacht bin. Schubkanonen. Habe ich die schon? Ja, die habe ich schon. So. Die Sandhaie machen hier Faxen, markieren ihr Gebiet. Ich respektiere das. Ich gucke mich einfach nur ein bisschen um. Hier sind einfach nur Materialien, die lasse ich, weil ich will mein Inventar möglichst leer halten für all das, was ich auf der Aurora finde. So. Okay. Wir machen weiter, Freunde. Wir machen weiter. Ich meine, ich bin in meiner Seemotte weitestgehend safe. Passt mal auf, ich repariere die nochmal ganz kurz. Weil ich glaube, meine Seemotte überlebt so einen Leviathan-Angriff. Glaube ich. Bro, da klatscht immer irgendwas gegen meinen Außenbord und dadurch verliere ich dann immer direkt Haltbarkeit. Was ist denn das? Hier ist nochmal die Schubkanone. Ich will meine 100% Leben behalten. So. Aua. So, Freunde. Ich bin jetzt hier ganz vorsichtig unterwegs. Irgendwo da vorne schwimmt jetzt gleich so ein riesiges Schlangenvieh. Ich weiß es. Ich weiß es noch. Okay. Ganz entspannt bleiben. Hier sind die Sandhaie. Damit komme ich klar. Hier ist jetzt irgendwas abgestürzt. Ich will mal gucken, ob ich hier irgendwas scannen kann. Nein. So. Irgendwo da, Freunde. In der Entfernung. Boah, ich habe so Angst. Ich weiß nicht, ob... Also, ich weiß vielleicht auch nicht, ob ich... Nee, eigentlich Angst vor der Tiefe habe ich nicht, ne? Das ist es ja nicht. Es ist wirklich Angst... So, diese Monster machen mir Angst. Und ich habe auch eigentlich nicht mal Angst vor Schlangen oder so. Es ist, glaube ich, einfach... Diese Leviathane sind mir einfach zu gruselig designt. Punkt. Ich bleib mal hier ganz am Rand. Das ist nur ein Sandhai. Alles gut, alles gut. Da vorne ist jetzt so ein kleineres Vieh, aber die sind auch noch problemlos. So. Ne, man sieht halt hier auch gar nichts. Ich versuche irgendwo da schemenhaft was zu entdecken. Warte mal, unter mir ist was. Da ist eine Kiste. Was machst du denn da? Hi. Okay, Wasser. Was ist hier? Kann ich da irgendwie rein? Nee, nee, nee. Ich suche immer... Bro. Bro, 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 bro. Ich such immer noch so diesen Eingang, dass ich nicht nach da vorne muss. Aber es hilft alles nichts. Ganz langsam, Freunde.
Ganz langsam. The Aurora's radioactive fallout will have devastating effects on the alien ecosystem if not contained within the next. Da vorne! Da vorne! Da vorne! Ich seh's! Ich seh's! Da schwimmt der Leviathan! Ich hab ihn gesehen! Ich hab ihn gesehen! Schemenhaft vor mir! Er war da! Er war da! Es ist stockduster. Ist es jetzt Nacht geworden? In der Zeit, wo ich jetzt hier angekommen bin? Bro. Scheiße, Alter, ich kann's nicht. Kann's nicht. Doch, du kannst das. Es ist nur ein Videospiel, Hübi. Es ist nur ein Videospiel. Du kannst das. Nein, 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 nein. Ich kann das alles nicht! Ich kann das alles nicht! Wirklich, ich sehe, es ist stockduster! Ich kann das nicht! Wie habe ich das damals in meinem Let's Play gemacht? Wie? Wie habe ich... Okay, Freunde, Fokus. Es ist nur ein Videospiel. Es ist nur ein Videospiel. Selbst wenn der mich schockt, was kann der mir? Was kann der mir? Es ist alles nur virtuell. Das Problem ist, wenn ich mein Licht anhabe, dann sieht der mich, glaube ich, besser. Na, dann greift er mich eher an. Ist mir jetzt egal. Ist mir egal. Er ist virtuell, er kann mir nichts. Er ist virtuell und er kann mir nichts. Er ist virtuell und er kann mir nichts. Ich spiele ein Videospiel und der Leviathan kann mir nichts, weil er nur ein virtuelles Wesen ist. Okay. Warum wackelt das hier alles so fucking dangerous? Wir sind im Wrack. Freunde, wir sind drin. Feuerlöscher könnte erforderlich sein. Scheiße. Einen Feuerlöscher habe ich jetzt nicht dabei. Shit. Einen Feuerlöscher habe ich jetzt nicht dabei. Ich habe nur einen Laserschneider dabei. Aber vielleicht, ich meine, man findet hier auch noch Items. Ich meine, man findet hier auch noch Items im Wrack. Also, vielleicht geht damit was. Bro, Alter. Ich bin hier irgendwo stuck in irgendwelchen Trümmern, durch die ich nicht durchkomme. Warum ist das so weird? Das sind unsichtbare Wände, glaube ich, die hier sind. Aber wie bin ich hier reingekommen? Ah, okay. Jetzt. Okay, wir suchen mal weiter. Okay, ich tauche hier nochmal auf. Nee, da ist... Bro. Ich check hier gar nichts. Ich check hier wirklich gar nichts. Geht's denn hier für mich rein? Ich weiß, dass da irgendwo so eine Rampe war. Dieses Wackeln, ne? Muss ich da über mir drauf? Boah, ich habe keine Ahnung, ne? Bricht das jetzt hier alles zusammen? Nee, auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich schwimme mal hier rüber. Wenn ich an der Oberfläche bleibe, kann mir, glaube ich, nichts passieren. Hoffe ich. Hier. Nee, sieht auch nichts aus. Hä? Ich weiß, dass man da irgendwo rein konnte. Irgendwo ging es hier wirklich in das Schiff rein. Aber ich check nicht mehr wo. Das darf doch nicht wahr sein. Bro, dieses Wackeln macht das alles nicht besser. Dieses Wackeln macht das alles nicht besser. Nee, hier ist jetzt, glaube ich, Schicht im Schacht, ne? Ich kann jetzt hier noch nach unten tauchen. Nee, aber... Nee, hier ist nichts. Wo ist denn... Wo ist denn dieser Eingang, Mann? Was soll denn das?
Jetzt werde ich langsam pissig. Wirklich? Warte mal, was geht hier ab? Bin ich in der Nähe von meinem Boot? Das ist da gleich da drüben. Hier habe ich jetzt auch nichts. Digga. Bin ich hier falsch? Bin ich an der falschen Stelle? Muss ja fast, ne? Tauche jetzt hier nochmal? Vielleicht muss ich wirklich doch nochmal irgendwo tiefer ins Wrack reintauchen. Nee, unsichtbare Wand hier. Ha. Aha, 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 ich bin mit dem U-Boot zu weit mittig gefahren, Freunde. Hier geht's nach draußen, so. Okay, alles klar, Freunde. So. Jetzt sind wir hier am Start. Versorgungskiste, ein Medikit, sehr schön. Aha. Aha, so. Ihr verzieht euch jetzt alle mal. Ja, sehr gut. Verzieht euch. Einer nach dem anderen. Aua, aua. Oh, der gibt mir böse. Aber ich kann ihm nicht geben, doch jetzt. Aua, ich muss auf meine Leben aufpassen, aber ich habe noch Hälfte Leben. Ich kann dem nicht geben, Bro. Diese Hitbox. Digga. Bro, was ist mit diesen Hitboxen los? Okay, aber ich habe immer noch gut Leben. Mache ich jetzt alle weg. Mache ich alle weg. Er hüpft da nur rum. Zack. Ja. Okay. So. Nein, ich wollte das Menü öffnen. So, zack. Zack. Und dann dich noch. Okay. So, Freunde, hier ist Stuff. Flutlicht. Ah. Das ist, glaube ich, das bessere Licht. Wisst ihr noch, das Licht, was wir da beim letzten Mal in unsere Basis eingebaut haben, das war ziemlich hohl. Neuer Bauplan, Flutlicht. Let's go. Irgendwie habe ich das Bedürfnis, da reinzugehen, aber irgendwie komme ich da noch nicht rein. Ich weiß, dass man hier irgendwo reinkommt. Da kann man sich so richtig krass da drin umsehen und sowas. Da geht's so voll ablockt. Schön, sehe ich. Ah doch, man kommt hier rein, oder? Oder ist das nur ein Ausgang? Das ist wahrscheinlich nur ein Ausgang, ne? Hab ich hier einen Screenshot gemacht. Wo geht's rein? Vielleicht tauche ich hier nochmal. Vielleicht können wir damit noch irgendwas erreichen. Vielleicht gibt es hier eine Art Unterwassereingang oder so. Na? Who knows? Nee, aber auch nicht, oder? Hier vorne? Und hier was erreichen? Nee. Alter, ich sag's euch. Dieses Schiff. Es überfordert mich. Es überfordert mich komplett. Jetzt dachte ich, ich hätte den Eingang. Aber Pustekuchen. Ah, nee, wartet mal. Hier kann ich, glaube ich, auch noch rüber, oder? Ja, ja, ja. Aha, da ist noch mehr von den Viechern. Die ignoriere ich jetzt aber wirklich. Ja, da sind auch noch Kisten. Mhm, wir sind on the way. So, Wasser, genau. Da haben wir auch ein bisschen Zeit, sich umzugucken. Na, dass man nicht direkt wegen Essen irgendwie wieder zurück muss. Sehr sozial vom Spiel. Und hier geht's auch noch weiter. Also hier müssen wir doch jetzt eigentlich auf dem richtigen Trip sein, oder? Das wirkt doch hier schon mal alles sehr, sehr seriös. Batterie? Hm, ja doch. Why not? Why not?
Ein Feuerlöscher würde ich noch nehmen. Wenn hier irgendwo einer rumliegt. Das ärgert mich jetzt actually, dass ich den nicht mitgenommen habe, aber konnte ich nicht wissen. Geil. Irgendwelche Viecher hier haben Menschen gefressen. Mhm. Sympathisch. Kann man sich unterhalten. So. Ja, also ich laufe hier noch irgendwo. Alter. Where the hell am I? Ich hoffe so sehr, dass ich dem Feuer irgendwie einfach so ein bisschen aus dem Weg gehen kann, ne? Liegt hier einer? Yes! Let's go! Freunde! Okay, oh mein Gott, ich hatte sogar einen dabei! Digga, das wusste ich nicht. So, jetzt habe ich, glaube ich, alles, was ich brauche. So. Ja, das Feuerlöschen scheint ja viel zu bringen. Okay, Luftschleusen. Habe ich irgendeine Chance, ja, das hier auszumachen? Ja, doch, so ein bisschen. Ne, jetzt brenne ich. Hm. Okay. Freunde, wir sind drin. Wir sind drin. So, Schubkanonen brauche ich nicht. PDA. Alter, was geht jetzt ab? Reizüberflutung. Es ist gerade zu viel auf einmal passiert. Was ist hier? Nichts. Als ob hier keine Baupläne sind. Nee, hier ist gar nichts. Sauerei ist das hier, sage ich euch. Eine Sauerei ist das. Komme ich da drüber? Warte mal, wenn ich hier so von oben springe? Maybe, aber naja. Wir gucken mal weiter. Dann gehen wir nicht zu Frachtraum 3, sondern zur Verwaltung. Nee, hier ist auch nichts. Okay, ja, ich glaube, hier brauche ich jetzt spätestens einen Feuerlöscher, ne? Warum brenne ich jetzt schon wieder? Warum? Ey, wie präzise muss man denn hier dieses Feuer löschen? Ohne, dass mein Charakter sich noch hier komplett verbrennt. Sehr schön. Da ist noch ein PDA. Holy moly. Hier sind wir nun im freien Weltraum. Wir haben die Galaxis durchquert, um ein Phasentor zu installieren. Bla bla bla. Jus Geburtstag. Nee, ist mir eigentlich alles ziemlich Wumpe. Nee. Alles schön und gut. Was geht hier ab? Datenkonsole. Altera startet die Aurora. Phasentor für den Ariadne-Arm angekündigt. Altera startet die Aurora. Die entferntesten Regionen des bewohnten Weltraums werden erweitert, denn die Altera-Gesellschaft startet ein neu konstruiertes Großraumschiff mit einem Phasentor an Bord, welches für den Ariadne-Arm bestimmt ist. Die Aurora wird direkt aus dem Raumdock zum Rand des Altera-Gebiets reisen und dabei hunderte von aufeinanderfolgenden Phasentor... Ah, da kannst du aufhören, so zu wackeln! Phasentorsprünge durch 9 verschiedene Transstaaten machen, um 3 Monate später auf der anderen Seite des Ariadne-Arms anzukommen. Von dort aus wird die Besatzung das Schiff über das letzte Phasentor hinaus lecken, um etwa 18 Monate später im nächsten Planetensystem anzukommen. Dort wird das Team von Elite-Ingenieuren ein 6-monatiges Bauprojekt am neuen Phasentor beginnen. Eine Investition im Multibillionen-Krediteinheitenbereich. Durch das Fehlen einer vorhandenen Infrastruktur in der Region ist das Schiff in fortschrittlichen Wärme- und Kernenergieanlagen ausgestattet. Die Altera-Gesellschaft betreibt derzeit 9% aller Phasentore in der Galaxis. Wenn die Mission der Aurora erfolgreich ist, wird Altera einige mongolische Konzerne ausmanövriert haben, die eine Reihe von Außenposten und Minen in der Region betreiben. Okay. Ja, das scheint ja nicht so gut funktioniert zu haben, ne? Aber sonst kann ich hier irgendwie nichts tun, ne? Also ich konnte hier noch, glaube ich, diesen Schreibtisch scannen oder den Stuhl. Ne, das ist ja alles schön und gut. Hier ist noch ein Poster. Hm. Why not so, ne? Why not? Nehmen wir uns halt auch noch ein Poster mit für unsere Basis. Aber irgendwie jetzt so... Ist noch nicht so das, was ich mir so erhofft hatte. Warte mal, kann ich hier oben lang? Ja. Aber bringt mir nichts, ne? Hier ist Feierabend. So, irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss da unten durch, Freunde. Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss hier unten durch. So. Nee, irgendwie muss das gehen. Irgendwie muss das gehen. Ich believe. Ey, das sieht so machbar aus, da durchzukommen. Wirklich. Nee, noch nicht. Ja, ja. Nein, ey. Ich war drin, ich schwöre. Ich. Lass mich doch da jetzt durch. Ach. Hm. Freunde, das ist so unbefriedigend. Ja, wir sind durch. Ob ich irgendwie wieder rauskomme, weiß ich nicht.
Wir sind drin. Und das ist das Wichtigste. So. Was geht hier ab? Hier brauche ich einen Code. Warte mal. Finde ich den in irgendwelchen Aufzeichnungen, die ich gefunden habe? Eigene Notizen. Ah, 1454 Frachtraumzugangscode. 1, 4, ne, das war die 7. Shit. 1, 4, 5, 4. Okay, was sind das für Sounds, die wir hier hören? Bro, was geht hier? Ey, das sieht ja alles andere als gut hier aus, wirklich. Holy shit, ey. Ich hatte das irgendwie ein bisschen freundlicher in Erinnerung, aber naja, ne? Ist es auch nicht so ein freundlicher Ort, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Eine nukleare irgendwas? Transstart-Profil Altera-Gesellschaft. Einer der größten Anbieter von Raumfahrttechnik und Unterhaltungselektronik. Offizieller Lieferant der TSF. Dauerhaft unter den besten Arbeitgebern der Galaxis, begann als Hersteller von Verteidigungstechnik. Staatsmotto: bekomme, was du verdienst. Okay. Ja, alles klar. Es ist einfach ein riesiges Unternehmen. Aber es scheint jetzt nicht so viel Dreck am Stecken zu haben oder so, ne? Es ist halt einfach wirklich am Ende des Tages einfach eine Mission, die gescheitert ist. Die nicht hätte scheitern sollen, so ungefähr. So, warte mal. Was geht jetzt hier ab? Aua! Mann! Warum kriege ich ihn hier dauernd auf die Schnauze? So, hi! Was ist hier? Wasser nochmal. Gerne. Essen und Trinken nehme ich immer gern mit. Maschinenraum Seemottendock. What? Bin ich da ein Shit für meine Seemotte? Geht's hier irgendwo lang? Nee, hier unten ist nur das, ne? Ja. Okay, dann, Seemottendock komme ich aber, glaube ich, nicht durch, ne? Da scheint es erstmal zu sein. Da ist nochmal eine Batterie. Die kann ich nicht öffnen. Beschädigte Kabel. Ah, Reparaturwerkzeug benutzen. Pass mal auf, Freunde. Da haben wir doch was dabei. Da haben wir doch was dabei. Und was kriegen wir dafür jetzt als Belohnung? Hier auf dem Seemottendock? Wahrscheinlich die Baupläne von der Seemotte, ne? VR-Raumaufzeichnung. Spieler 3 hat eine Kokosnuss gepflanzt. Spieler werden hungrig. Was? Spieler 2 gewinnt. Spieler 2 ist an Kälte und Hunger gestorben. Was zur Hölle? Okay, was ist das hier? Tiefenmodul. Ja, wow! Das Tiefenmodul habe ich mir schon gecraftet. Und Seemotte brauche ich auch nicht. Ja, das ist, wenn man noch keine Seemotte hat und, glaube ich, man hier so händisch hinschwimmt, dann, so, dann findet man, glaube ich, hier sinnvollen Shit. Ich glaube aber, wir sind irgendwie schon, weit. Wir sind schon zu weit hierfür. Verdammt. Okay, dann nehme ich hier noch die Batterie mit. Oh, schaut mal, da drüben geht's auch noch lang. Maschinenraum? Aber was ist hier? Hier brauchen wir einen Laserschneider. Krebsstock, Umkleideraum. Was bist du denn? Ey, wir werden hier von allem ange... Bro, was muss ich denn tun? Bro, ich krieg einfach auf die Fresse. Ich krieg einfach Schaden. Was greift mich hier an, Mann? Ich brauche mein Messer, um mich zu verteidigen. Habe ich noch ein Medikit? Ja, habe ich. Okay. Zack, sehr gut. Wichtig, wichtig und richtig. Okay. So, genau. Dann greifen wir die hier einmal an. Dann passt das. Alles klar. So, Krebsstock und Umkleideraum. Vielleicht finden wir irgendwie neue Schuhe oder so. Na, der Gebieter hat Dobby neue Schuhe geschickt. Okay. Ich habe nur ein bisschen Angst, bin ich ehrlich, vor dem Rückweg. Ey, na, ich sag's euch. Es gibt für mich nichts Schlimmeres als ein Leviathan. Irgendwas haben diese Viecher. Irgendwas haben diese Viecher, was mir unglaubliche Angst macht. Aurora-Hilfsmissionen-Hinweise. Die Aurora wird ein Schwerkraft-Umlenkmanöver um bla 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 durchführen. Das bringt das Schiff in die Nähe der letzten bekannten Position der Degasi. Zusätzliche Wasser- und Geländefahrzeuge wurden hinzugefügt. Das Degasi-Besatzungsverzeichnis wurde an leitende bla bla bla. Okay. Viel abstrakter Stuff. Nochmal. Daten-Downloads. Nettes Angebot. Okay.
Du sagst mir, du bist länger als ein Jahr auf diesem Schiff und hast nie einen Ausflug auf der Außenhülle gemacht. Nun, jetzt hast du einen Freund mit Zugang zu diesem verdammt coolen Exoskelett. Wir haben so gut wie nichts zu tun, bis wir das Ziel erreicht haben und die Arbeit am Tor beginnt. Willst du den Geschmack der Sterne auf der Zunge? Dann brauchst du es nur zu sagen. Mein freier Krebs trägt deinen Namen. Du hast ja keine Ahnung, wie sich Kraft wirklich anfühlt, wenn du keine Asteroiden mit deinen bloßen mechanischen verstärkten Händen zerschlagen kannst. Ein paar Probewürfe mit einem vorbeikommenden Meteor gefällig? Besuch mich in Kabine 1. Zugangscode ist 1869. Aha, Freunde. In der Umkleidekabine kriegen wir den Code für das Krebsdock. Nehmen wir nochmal Wasser. Und dann, Freunde, rein hier, ne? Zack, da ist nochmal eine Batterie. Ich brauche jetzt wirklich keine Batterien mehr. So, da muss ich jetzt, aha, ich glaube hier erstmal wieder reparieren. Ey, ich habe echt nicht genügend Slots hier unten frei, ne? Für alles Mögliche. So, dann reparieren wir das hier. Was ist das? 1869, das muss ich mir merken. Das muss ich mir merken, damit wir aufs Krebsdock kommen. Aha, ja, ja, ja. Da ist eine Energiezelle. Oh, Energiezelle ist fett. Das ist so eine... Oh, da laufe ich nicht rein. Da laufe ich nicht rein. Ist da was drin? Nee. Oh, also Elektro im Wasser. Schwierige Kombo, Freunde. Schwierige Kombo. So, ich glaube, hier muss ich jetzt noch mal ein bisschen löschen. Was geht hier ab? No Signal. Die Frage ist, Signal für was, ne? Ach hier, da ist ein Krebs, oder? Das sind diese Kampfläufer. Krebsfragment, let's go. Oh yeah. 1 von 4. Bro, der war fast vollständig. Was für 1 von 4? Wenn ich so viel von dem Krebs hier hätte, den könnte ich dir easy nachbauen. Mit links? Okay. Ist hier im Wasser noch irgendwas Sinnvolles? Kann ich hier irgendwo vielleicht durch irgendwelche engen Gänge oder Rohre mich so durchfuchsen, um hier irgendwie voranzukommen? Nee, irgendwie nicht, ne? Also wir können da zwar durchtauchen, aber da scheint erstmal nichts zu sein. Oder... Was ist hier? Guys, ich könnte hier theoretisch auch noch nach unten, glaube ich, aber ich denke, ich sollte vor allem das hier finden. Aua. Wovon habe ich jetzt schon wieder Schaden bekommen? Ich krieg dauernd Schaden. Wow, 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 wow. Okay, ich bleib unter Wasser. Digga. Was geht denn hier ab? Datenkonsole, Aurora Flugschreiberdaten. Okay. Ich meine, vielleicht könnte ich die Aurora mit meinem Reparaturwerkzeug auch wieder flugfähig machen, ne? Who knows? So ein bisschen so. Oder mit meinem Laserschneider. Ich nutze ja auch gern mein Reparaturwerkzeug als Laserschneider. Dann kann ich auch den Laserschneider mal als Reparaturwerkzeug nutzen, ne? Oh, damn. Okay. So, Freunde, ich muss mir jetzt... Ah, hier. 1869, ne? 1869. Was? Nicht? Bro, what? Bro, what? Hier ist nochmal ein PDA. Laborzugang. Ah, 6483. Das ist nochmal ein anderer Ort. Oh Gott, ich muss es dann nur auf meine Luft aufpassen. Ah, aber hier kriege ich Luft, Freunde. Hier kriege ich Luft. 6483. Hier kann ich aber eventuell auch noch rein mit meinem Feuerlöscher. Aufpassen, ne? Ich weiß noch nicht genau, was hier abgeht. Warte mal. Ist das hier der Weg nach draußen? Moment mal, den Feuerlöscher kann ich jetzt direkt droppen. Den brauche ich nämlich nicht mehr. Zack, weg mit dir. Genau, und dann können wir den durch den Neuner setzen. Wir haben doch vorhin mal da ganz kurz... Was ist das? Feuerlöscher. Achso, das ist mein kaputter. Von außen reingelunzt. Na? Hier ist wieder nur eine Batterie. Wie viele Batterien es hier gibt. Ja, das ist genau der Ort. Hier war da noch was? Nee. Ey, ich sag's euch, die Aurora ist so riesig, ne? Es gibt hier so viel zu entdecken. Wahnsinn.
Was ist das? 6483? Hab ich das. Oh Gott, hab ich das noch richtig im Kopf? Ich try mal. 6. Das war ein Termin. 6483. Jawollo! Mein Gedächtnis funktioniert noch, Guys. So. PDA. Was können wir mit dem Schwarmbewusstsein auf Strada 6 lernen? Okay. Aber was habe ich jetzt hier gerade zum Scannen gefunden? Ah, ein Labortisch. Mhm. Da ist nochmal irgendwelche Daten. Dein Stoßkanonenbauplan wurde aktualisiert. What? Okay. Das ist meine Kiste. Mit schon wieder Wasser. Probenanalysator, nicht funktioniert. Das ist so Laborwerkzeug, was nicht funktioniert. Warum zur Hölle bin ich hier? Und hier geht's auch noch rüber? Ah, aber jetzt bin ich wieder hier. Alles klar, yo. Yo, ich verstehe. Hm, das war jetzt irgendwie nicht so hilfreich. Also ich will eigentlich diesen Kampfläufer, den man hier kriegen kann, ne? Diesen Krebs. Den will ich vollständig bekommen, aber irgendwie läuft das noch nicht so ganz. Aber wir haben ja noch einen kompletten Ort, zu dem wir abbiegen können. Und genau dorthin, Freunde, schwimmen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Dabeisein bei Subnautica. Ich hatte heute den Schiss meines Lebens, aber wir sind hier drin und das ist das Wichtigste. Und beim nächsten Mal machen wir dann einfach exakt an dieser Stelle weiter. Weil dann gehen wir nämlich da drüben die Leitern hoch. Ne, und dann schauen wir mal, was wir da machen können. Danke fürs Dabeisein. Und noch ein großes Dankeschön an JT90PRL, Hygrischi und dem Pauson für die mega Unterstützung mit eurer Kanalmitgliedschaft.